Hallo YouTube. Ich möchte euch heute die neuesten Features von watchOS 5 in der Developer Beta vorstellen. Zum einen hätten wir einmal das Control Center. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, auf Bearbeiten zu gehen. Und dann können wir die Kacheln hier nach Belieben, also mit einem langen Druck, kein Force Touch, sondern nur ein langer Druck, können wir das nach Belieben verändern. Das ist neu. Zum anderen haben wir in der Benachrichtigungs Mitteil also in der Mitteilungszentrale, kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil ich keine Benachrichtigungen habe, haben wir auch wie bei iOS 12 die Grouped Notifications. Das heißt einfach, dass Notifications in einer bestimmten, also von einer bestimmten App oder von einem bestimmten Thema, da weiß ich nicht, wie das die Developer machen können, werden einfach gruppiert und dann zusammen angezeigt. Das ist einfach genau wie bei iOS 12, dass die Mitteilungszentrale ein bisschen aufgeräumter ist. Dann haben wir, wenn wir zum Beispiel jetzt mal eine App öffnen, zum Beispiel Aktivität, da sehen wir, dass ich mich heute schon ziemlich viel bewegt habe. Aber was ich euch eigentlich zeigen möchte, ist, dass wir hier aus der App heraus mit einem Force Touch in die Mitteilungszentrale kommen und mit einem Force Touch aber auch in die Control Center. Das ist jetzt neu, also aus jeder App heraus ins Control Center und in die Mitteilungszentrale zu kommen. Des Weiteren haben wir hier in der hier die Walkie-Talkie-App. Das kann ich euch aber nicht zeigen, da ich weder jemanden mit einer Apple Watch noch mit watchOS 5 kenne. Aber wenn ich jemanden finde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Apple Watch habt und ob ihr die watchOS 5 Beta schon habt. Und dann könnten wir das eventuell testen. Dann als nächstes in der Trainings-App haben wir jetzt neue Aktivitäten einfach. Da zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, Kurstrainer. Dann haben wir hier Wandern, das ist neu. Und Yoga, das ist auch neu. Genau. Dann haben wir hier die neuen Apps, zum Beispiel Podcasts. Wenn das dann lädt, genau, sehen wir hier die Podcasts, die wir hier durchswipen können. Und wir können auch die Podcasts auf dem iPhone oder in der iCloud Mediathek anschauen oder anhören in dem Fall. In der Wetter-App, auch für watchOS, haben wir hier zum einen jetzt die Möglichkeit, mit einem normalen Tippen die Informationen zu ändern. Das war vorher nur mit einem Force Touch möglich. Und wenn wir hier runter swipen, sehen wir hier unter anderem neue Informationen, die wir vorher nicht direkt gesehen haben, beziehungsweise auch komplett neue Informationen. Ich glaube, die Luftqualität und der IV-Index sind neu. In den Einstellungen habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass wir Siri nicht mehr mit dem Kommando, wie es hier steht, aktivieren können, sondern wir können es, wie ihr hier vielleicht schon seht, Siri mit der Armbewegung zum Kopf hin, also quasi zum Gesicht hin, können wir das aktivieren, wenn wir es eingeschaltet haben. Und beim Siri Watch Face gibt es jetzt auch ein paar Neuerungen. Und zwar könnt ihr das so anpassen, dass es grau wird und nicht farbig. Also wer das mag, kann das machen. Entweder grau oder Siri Farbe. Das ist auch komplett neu. Ja, das war es erstmal mit meinem Review zu watchOS 5 Beta. Developer Beta 6 bzw. watchOS 5. Habt ihr noch Fragen zu dem Thema?
Dann schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!